Willkommen zu einer neuen Folge von Man of Medan. Ich habe voll meinen Einsatz verpasst. Mit Moin. Fuba und der Schnorrer, hallo. Ich bin am Tauchen, muss mich beeilen. Du musst dich beeilen? Ich muss mich beeilen. Oh, ich gehe jetzt in eine andere. Was? Oh, ey, diese scheiß lauten Geräusche und dann kommt da so eine Leiche an plötzlich. Jetzt, wo man weiß, dass alles Einbildung ist, da erschreckt man sich nicht da, mehr. Ich hab gesagt, da ist es nicht mehr so schlimm. Ja, ja. Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Oh! War hier nicht was zum Anklicken eben? Oh! Alter! Oh, ich bin hier gerade in einem Betten. Ich bin hier in dem Bettending drin. Aber ich weiß ja, ob das der richtige Weg ist. Leg dich schlafen. Er will aufwachen. Ich hab wirklich... Du könntest vielleicht recht haben. Ich teste mal die Tür, die ist nämlich bestimmt zu. Ja. Oh, ich erschreck mich. Oh, jetzt passiert wieder irgendwas. Ich bin jetzt hier laufen. Ich bin jetzt in so einer ganz großen Halle. Ich versuche einen Shop zu öffnen. Muss ja bestimmt gleich mal klicken. Ich höre Wasser. Ich bin jetzt bei dem Kapitän. Oh nee, ich muss jetzt kämpfen, oder? Oh, da komme ich. Durch das Wasserding? Ja. Nee, ich kann nicht kämpfen. Du weißt, was jetzt passierte. Du stirbst. Oh, was denn jetzt? Ich sehe bloß. Geht das Schiff jetzt unter, oder? Ich sehe dich nicht. Nein! Mal. Falsche Taste! Ich hab's verkackt. Ich bin tot. Ernsthaft? Noch nicht. Da, ich sehe euch beide jetzt. Bist du dran, glaube ich. Oh, nein! Scheiße! Bin ich schon tot? Und das Wasser gleich entdeckt. Chemikalie. Ich komm nicht hin. Oh. Mach doch mal, rette mich. Ich will hier nicht alle auf den Gewissen haben. Hast du das Teil eines? Ja. Fand ich wichtiger. Du musst da durchlaufen. Oh, ich bin zu blöde. Ich bin tot. Scheiße, ich Idiot. Jo. Und der Typ hat überlebt, oder was? Nee, ich glaube, der lag da auch drunter, oder? Bin gerade nicht sicher. Ja, das sieht so aus. So, bin... Sigur LP. Ja, die Frage ist, ob du alleine überhaupt rauskommen kannst. Double Kill. Aber so richtig,
Also mittlerweile ist das ja schon wie bei Boykott, ja. Ich hab wirklich, ich hab drauf geguckt, welche Taste musst du drücken und hab dann wirklich kurz vor Schluss einfach die falsche Taste gedrückt. Ich mein, sag doch einmal, du hast keinen Bock auf das Spiel, ja. Oh, aber ich frag mich, was jetzt ist, ob das jetzt das Ende ist oder ob... Bestimmt der Kurator. Das Ende noch nicht. Du musst ja jetzt noch zum... Ja, zum, aber was machst du dann? Schiff wieder. Hallo? Wieso ich? Ich guck dir jetzt zu. Ach, sie lebt doch noch. Aha. Außerdem lebt sie doch noch. Hast doch noch ein weniger. Ich hab doch noch ein. Extra Leben. Aber ich wette, nee. Sie wäre eigentlich tot jetzt. Sie ist tot. Nee, sie ist tot. Okay. Sie hat bloß gefunden. Und ich dachte schon. Aber die kämpfen jetzt beide gleich. Die wacht nochmal auf, oder? Nein. Der Geschichtenerzähler hat doch gesagt, zwei tot. Oder? Er hat es nicht so direkt ausgedrückt, irgendwie anders. Doch, er hat gesagt, zwei tot. Nee, hat er nicht. Hat er gesagt. Hat er nicht. Er hat gesagt, zwei sind tot. Gutes Wetter, jetzt wäre ich gerettet. Und die Rettungsmannschaft wird dann auch bekloppt. Pass mal auf. Richtig. Ja, der Ausflug hat sich doch gelohnt. Vor allen Dingen jetzt ist es schön hell auch, ja. Aber es kann wirklich sein, ne? Dass sie fährt jetzt weg und dann. Okay. Moment der Wahrheit. Komm. Die Rettungsmannschaft. Funktioniert nicht, oder? Naja, also... Ich würde sagen, einer hat überlebt. Gute Quote für dich. Das ist eine sehr gute Quote. Wenn ich allein gespielt hätte, hätten bestimmt alle überlebt. Aber und was passiert noch? Der Kurator müsste noch definitiv nochmal kommen, oder? Na, der wird nochmal kommen, ja. Der wird ja nochmal den Abspann erzählen. Pass auf, da ist jetzt gar keiner tot. Ja, das muss er uns jetzt noch mal aufs Brot schmieren, ja. Dir! Aber ich finde das auch geil, dass alle vier hab ich auf dem Gewissen, ja. Das ist ja der Hammer. Oh, doch nicht nochmal Kurator, okay. Ach ja, oder kommt er jetzt nochmal? Nee. Doch. Aber erzählt er auch was? Er freut sich. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Nicht gerade ein glückliches Ende. Oder vielleicht doch? Hängt davon ab, was Sie glücklich macht, nicht wahr? Am Ende ging es hier ganz schön heiß her, nicht wahr? Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen.
Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Jawohl, Meister. Ach ja, ach ja. Das war ja... Also, Musik kommt da. Ja. Aber der... Also, zwei sind ja gestorben, weil ich die... Nee, drei. Drei sind gestorben, weil ich die Tasten nicht getroffen habe. Was wäre denn, wenn nee, ich die... Nee, zwei oder nicht? Nee, der gesprungen ist, da hast du dich falsch entschieden im Prinzip wahrscheinlich. Stimmt. Da habe ich mich fürs Springen entschieden und bei dem Typen, der oder erschossen wurdest. Genau, da hatte ich ja die Auswahl zu sagen, welches Gas, hier ist kein Gas, oder ja, stimmt, wir haben was eingeatmet. Die Frage ist, ob er dich nicht trotzdem erschossen hätte dann in dem Augenblick. Ja, das weiß man nicht. Aber ich glaube, es wird möglich sein, alle zu retten. Ja, die Möglichkeit wird es geben, aber ich... Nicht mit dir. Das ist wirklich die Frage, ob du am Anfang die richtigen Entscheidungen schon treffen musst. Weißt du? Tja. So, da wo du auf dem Schiff bist und so. Und so. Ja, weil du ja die Gruppendynamik da schon ein bisschen beeinflusst. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss man die Quicktimes richtig schaffen, ne? Ja, ich glaube, das muss ich mit einem Controller spielen oder so. Vor allem, am schlimmsten mal der Maus da ins Fadenkreuz zu ziehen. Das war aber relativ wenig, ja. Da hätte ich gedacht, kommt öfter sowas. Ja, ich hatte das 4-5 Mal oder so. Ich glaube, ich immer 6-2 Mal oder so. Und hab immer... Also zwei, dreimal habe ich getroffen, ansonsten hatte ich immer verkackt. Ich hatte das jedes Mal in den Kämpfen, wo ich dann auch gestorben bin. Ach ja. So 3-4 Mal wurde, da schlägt er dann zu. Und das andere war ja immer ausweichen. Was du ja auch nicht geschafft hast. Ja, wenn das einfach mal eine Standardtaste wäre. Aber der hat das immer geändert. Ja, wäre auch sonst zu. Ganz am Anfang habe ich ja mal gar nicht gerafft, dass ich überhaupt was drücken muss. Guck mal, auf dem Schiff, als sie uns überfallen hatten, hatten wir doch auch schon... Ja, naja, da dachten wir ewig langes Video und plötzlich musst du eine Taste drücken. Genau. Da achtet man doch nicht drauf. Deshalb sage ich ja. Das ist nicht toll. Take a moment to reflect on. Think of all the things in your life that you slept on. Wie lange geht der Abspann hier noch? Bis das Ende kommt. Ja, vermute ich mal, ne? Taiwan, Korea, Hongkong. Gibt's hier von dieser Art da noch mehr? Yep, hatte doch gerade gesagt, Little Hope ist der Nachfolger. Und dann gab es noch ein Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist, habe ich den Namen vergessen. Das soll insgesamt 4. Das heißt ja Dark Pictures Anthology und da gibt's. Wie bitte? Ja, vom gleichen Entwickler, ne? Ja. Dark. Müsste man sich mal angucken. Oh, ich glaube, ich bin durch. Ja, Special Thanks. Aber normal kommt doch immer noch dieses Ende mit diesem Blablabla, Unreal Engine oder was das immer ist. Was? Na, immer noch so diese Unreal und so kam schon. Ja, kam schon, okay. Also welche Engine und sowas? Das ja. Oh, aber zwischendurch war das echt hart. Er hat überlebt und ist jetzt alleine. Ach so. Der hat überlebt. Und jetzt passiert genau das, was? Was passiert jetzt? Na, jetzt werden die umgekloppt.
Ja. Das ist das Rettungsteam jetzt. Ja. Das Ding hat also von allein ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Natürlich finden die zuerst die Särge. Wow. Was zur Hölle ist das? Besonders Rettungsteam und total vermummt. Was ist das für ein Rettungsteam? Was ich mich jetzt frage, ist, warum da so eine Fesseln drum sind. War das Ketten? Meine ich ja. Da hatten die Angst vor den Leichen, ne? Was zum Teufel? Ja, die kennen sich gut aus. LOL. Oh, jetzt kommt, glaube ich, der Trailer für das nächste, wa? Ja. Das kann sein. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Help me! Angela! Okay. Und den Typen, den du gesehen hast, das ist ein echter Schauspieler. Echt, ja? Mhm. Ach hier, der Geschichtenerzähler meinst du? Nee, der Junge eben. Der beim kommt mir aber auch bekannt vor. Der Junge aus vom Trailer. Okay. Der Kurator könnte sein, aber weiß ich nicht. Ja, ist das... Doch, also ich würde sagen, der... Das ist auch ein Schauspieler. Ja, sehr oft, dass das Schauspieler sind, ne? Na gut. So, dann sind wir mit Man of Medan... Zumindest im ersten Versuch erstmal durch, ne? Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten. Das kann gut sein. Dann lasst euch überraschen. Spitze, bedanke mich. Spitze, bedanke mich. Tschüss. Tschüss.